Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, bei dem ich etwas ganz Neues mit dir teilen möchte. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir vielleicht in Zukunft auf diesem YouTube-Kanal nicht nur uns mit dem Thema Kitesurfen beschäftigen, sondern ich mit dir Sachen teile, die mich privat auch beschäftigen. Und eine Sache, die mich jetzt seit längerem beschäftigt, sind Elektroautos. Und eins davon haben wir jetzt hier. Wir machen jetzt gleich das erste Mal eine Probefahrt mit einem Mini Cooper Elektrofahrzeug. Im April nächsten Jahres werde ich außerhalb von Bremerhaven wohnen und anfangen zu pendeln. Und dafür brauche ich eine günstige Möglichkeit, um täglich zur Arbeit und wieder zurückzukommen. Zulassung von jedem Elektrofahrzeug gibt es jetzt aktuell eine Prämie von knapp 9000 Euro, die allerdings abhängig vom Fahrzeugtyp ist. Ich suche jetzt gerade ein Auto mit einem Bruttolistenpreiswert von unter 40.000 Euro und die werden wir jetzt testen. Abzug bekommt das Auto, weil ich nicht meinen Ellbogen so cool hier hochhalten kann. Ich bin ein bisschen zu klein, die Tür ist ein bisschen zu weit oben, aber das ist ja bei allen Minis so. Wir können jetzt mal, wir haben jetzt eine gerade Strecke, mal auf Sportmodus schalten. Warte mal, Sport. Hältst du dich fest? Mhm. Alter, Heidewitzka. Alter. Okay, es reicht. Wir fahren jetzt wieder normal. Also das Auto hat drei verschiedene Modi, die ich kenne. Also einmal so ein Mid-Modi. Das ist das, in dem wir die ganze Zeit fahren. Das ist irgendwie weder stromsparend noch besonders sportlich. Dann gibt es den Sportmodus, wo auch die Lenkung straffer abgestimmt ist und das Auto schneller beschleunigt und das Gaspedal empfindlicher wird. Und dann gibt es einen Eco-Modus, um möglichst energiesparend zu fahren. Benutzen wir jetzt mal. Und wenn man dann aufs Gaspedal drückt, dann beschleunigt er nicht mal ansatzweise so schnell wie vorher. Also ich habe jetzt einmal drauf gedrückt und der beschleunigt ganz entspannt. Jetzt mache ich mal den Sportmodus wieder rein. Ne, das ist jetzt der Mid-Modus. Jetzt mache ich wieder Sportmodus und drück drauf. Also sind Welten dazwischen. Jetzt ganz interessant für ein Elektroauto, das werden mit Sicherheit auch andere Hersteller haben. Es gibt einen Knopf, den ich betätigen kann, um diese Energierückgewinnung abzuschalten. Das bedeutet, wenn man bei einem Elektroauto vom Gaspedal geht, das mache ich jetzt mal, dann bremst du von alleine und erzeugt Energie dabei. Genau diesen Effekt kann man über einen Knopf ausschalten. Das habe ich jetzt mal gemacht. Ich gehe jetzt mal vom Gaspedal runter und das Auto rollt ganz normal weiter. Also viel angenehmer für alle, die es nicht gewohnt sind, mit einem Elektroauto zu fahren. Nein, kannst du nicht fahren, aber das ist schon übel. Die ist übel? Ja. Dann machen wir, müssen dann eben kurz bestimmt schlafen. Das war jetzt die erste Probefahrt mit dem Mini Cooper. Ich hatte tatsächlich früher mal einen eigenen Mini Cooper S Cabrio gehabt mit knapp fast 200 PS. Und ich liebe dieses Auto, weil es sich fährt wie ein Go-Kart. Jetzt bei dem Fahrzeug muss ich tatsächlich sagen, das, was toll ist, ist dieses harte Fahrwerk und der tiefe Schwerpunkt von dem Fahrzeug, was einem das Gefühl gibt, tatsächlich mit einem Go-Kart unterwegs zu sein. Was ich so schön dabei finde, hat aber auch einen Nachteil. Und zwar als Beifahrer, wenn man irgendwie aufs Handy schaut oder am Lesen ist, wird einem ziemlich schnell übel bei so einem Fahrwerk.
Das war jetzt die Probefahrt mit dem Mini Cooper. Das ist so das erste Auto, wofür ich mich interessiere, was ich ernsthaft mir fürs nächste Jahr vielleicht holen würde. Wenn ich das Ganze mal zusammenfassen kann, die Verarbeitung von dem Fahrzeug ist nicht zu steigern. Also das ist wirklich so für mich das, was in meiner Welt High-End bedeutet. Wir haben tolle Lautsprecher hier im Fahrzeug, die Ledersitze sehen toll aus, die Haptik von allen Knöpfen, von dem Lenkrad ist super hochwertig. Wir haben Multifunktionslenkrad. Man muss sagen, das Auto kostet ein bisschen mehr als die anderen Elektroautos, ist aber jeden Euro wert, wenn man sich die Verarbeitung anschaut und diese mit den anderen Autos für unter 40.000 Euro vergleicht. Was aber das Ding ist, wo ich sage, dass es schwierig sein wird, dass ich mir tatsächlich am Ende einen Mini Cooper hole, ist die Leistung von der Batterie. Ich komme mit dem Auto 150 bis 200 Kilometer. Das bedeutet, dass ich das Auto alle zwei, wenn nicht sogar vielleicht alle, spätestens nach drei Tagen muss ich das Auto komplett aufladen. Und für jemanden, der so eine Aufladestation nicht zu Hause hat, ist das ein Nachteil. Deshalb bin ich gespannt auf den Test des nächsten Fahrzeugs mit einer höheren Reichweite, einem niedrigeren Preis. Und was das sein wird, werdet ihr sehen. Ich freue mich sehr, mich mit euch austauschen zu können, welche Erfahrungen ihr mit Elektroautos gemacht habt. Und freue mich über jedes Kommentar und bis zum nächsten Video.